Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, zu Muttertag werden immer allerhand Special-Boxen und Special-Angebote rausgehauen. Und da hat auch Crash Cosmetics sich dieses Jahr mal mit dran gehangen und eine Special-Box erstellt. Und ja, ich bin ein bisschen verwirrt, aber da sprechen wir gleich drüber. Ich habe mir die Box gekauft und wenn du mit mir zusammen erfahren möchtest, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Auf der Homepage bei Crash Cosmetics war diese Box quasi abgebildet. Da konnte man so eine rote Box sehen, dann konnte man auch ein bisschen was vom Inhalt schon sehen und dann halt auch so ein paar Fragezeichen-Produkte. 39,99 hat sie gekostet, 80 Euro Warenwert sollen drin sein und ich glaube ab 40 Euro war versandkostenfreie Lieferung, weswegen ich mir dann nochmal die Pinselseife nachbestellt habe, weil ich die wirklich klasse finde und ja. Die wird jetzt bei mir in Anwendung kommen. Ne? Freue ich mich sehr drüber, denn ich habe letztens erst versucht, so ein festes Shampoo als Pinselseife zu verwenden. Hat gar nicht gut funktioniert. Also meine Foundation-Pinsel habe ich überhaupt nicht sauber gekriegt. Mit der Seife kriege ich das immer sehr, sehr gut hin. Und die hat auch einen guten Duft, ja. Klar, ist natürlich auch rot. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man die Pinsel jetzt nicht irgendwie einfärbt oder so. Ne? Ich finde die aber gut. Ist die gar nicht. Ich dachte, die hätte auch irgendwie einen Print oder ein Pressing drin. Hat die wohl nicht. Ist aber nicht schlimm. Und jo, die wird jetzt ab heute Abend in Anwendung kommen. Und dann kommt die auch demnächst mal wieder im Aufgebraucht-Video vor. Jo, ich habe mir nämlich gedacht, dass wir bei der Crash Cosmetics Muttertagsbox auch eine Box bei hätten. Aber ja, ich habe den Karton so bekommen. Habe ihn geöffnet und mir schon gedacht, irgendwie rappelt es da ganz ordentlich drin. Das liegt da nämlich alles so drin. Also ich habe da tatsächlich keinen extra Karton drin gehabt. Das fand ich echt schade, weil das hätte man einfach schöner verschenken können. Letztendlich kauft man ja die Muttertagsbox, um sie halt zu verschenken. Ich habe sie jetzt für mich selber gekauft, weil ich bin jetzt ne, schwanger und quasi selber Mutti. Und ich habe super viele Ausreden, warum ich in Konsum ausarten kann. Und weil ich es euch zeigen wollte. Auf jeden Fall, ja, ich war ein bisschen geknickt, habe mir aber andererseits gedacht, naja, es ist jetzt gerade durch die ganze Weltsituation, also politisch und auch gesundheitlich, sage ich mal, etwas schwierig, sodass Kartons echt rar sind und vielleicht hat es einfach nicht geklappt, dass die Kartons geliefert wurden. Ist ein bisschen schade, hätte man vielleicht eine Info drüber geben können. Vielleicht gab es eine Info und ich habe sie vercheckt. Es war nämlich ein Karton mit abgebildet, deswegen fand ich es ein bisschen schade. Ich habe hier auf jeden Fall ein Kärtchen mit drin. Vielen Dank für deine Bestellung und dein Vertrauen in uns. Benvenuti Nella Famiglia Crash. Crash Familie irgendwas, ne? Ja, deine Luisa und Esther. Und ja, hier sind die auch noch beide drauf. Genau, ein bisschen Dankeschön, ein bisschen Werbung, ist ganz nett. Und jetzt gucken wir endlich mal rein, was in der Box drin ist. Ne? Als erstes habe ich hier, das war auch abgebildet, Reusable Make-up Remover Pads. Und das sind halt die ja, Make-up-Entferner-Pads. Ich finde es cool, dass wir hier wirklich so ein komplettes Ding haben. Also quasi, dass die einzelnen Produkte jetzt nicht, also die einzelnen Pads nicht als einzelne Produkte gezählt werden, sondern das Bundle als Produkt gezählt wird. Ich schaue mir jetzt mal die Qualität davon an. Denn ich hatte jetzt letztes Jahr zum Beispiel nicht den Crash Cosmetics Adventskalender, denn ich meine, da waren auch diese wiederverwendbaren Pads drin, oder? Wenn ich mich nicht irre. Als erstes kommt mir hier ein Säckchen entgegen. Sowas ist immer sehr praktisch, weil da kannst du dann die Pads drin aufbewahren und das so auch in die Waschmaschine geben. Das finde ich wirklich klasse. Und wow, da haben wir jetzt allerhand drin. Das ist echt Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, sind das 10? Wahrscheinlich, ne? 10? Steht es hier irgendwo drauf? 16 sind das sogar. Also richtig heftig. Krass, finde ich gut. Von der Qualität her, ja, fühlen sich gut an. Also ich kann mir die gut vorstellen, dass ich mich damit so leicht abschminken könnte, dass ich damit Toner auftragen könnte. Das schon, ja. Und hier haben wir auch eine Schlaufe, da könnte man das theoretisch aufhängen. Oder, was man halt auch machen kann, ist, dass man da irgendwie so zwei Finger durchsteckt und dann hat man hier so ein bisschen mehr Halt, ne? Dass man das Pad halt besser handeln kann und das nicht so allzu sehr quetschen muss. Finde ich ganz solide, doch. Hätte ich mir die so im Laden gekauft von Crash? Ich glaube eher weniger, weil ich habe eigentlich schon relativ viele, aber die werden jetzt quasi in Gebrauch bei mir kommen und die alten, die ich habe, einfach ablösen, weil irgendwann ist ja auch mal der Zeitpunkt gekommen, wo man mal durchwechseln darf. Ein paar sind hier auch schon ein bisschen verfärbt, habe ich gesehen, ne? Die sind so ein bisschen eingegilbt. Also ich werde die auf jeden Fall gleich in eine Waschmaschine hauen, vielleicht auch in Trockner. Also normalerweise kommt dort immer ein Trockner bei mir.
Nee, do not tumble dry. Mache ich aber immer, Leute. Da werde ich jetzt nicht jedes Pad einzeln für aufhängen. Mal gucken, ob die das aushalten. Ich hoffe. Sieht man das? Nein, natürlich nicht. Aber das sieht man. So. Dann habe ich hier etwas drin. Das war abgebildet. Das finde ich auch cool. Das ist diese Tasche. Die zeigt die Luisa auch immer in ihren Videos. Eine Full-Face-Bag und da kann ich mir vorstellen, dass ich diese Tasche auch wirklich irgendwie mitnehme auf Reisen. Also ich fliege nächste Woche nach Korfu mit Dalton zusammen. Yay! Mal gucken, wann ihr dieses Video seht. Wenn ihr dieses Video seht und der Code schon aktiv ist, schreibe ich den rein. Ansonsten kommt er bald. Kommt er bald. Ja, folgt mir auch auf jeden Fall auf Instagram. Genau, da packt nämlich Luisa auch immer ihre Produkte rein. Und warum nicht, ne? Ich werde nicht viel Make-up mitnehmen, vor allem Pflege. Also vor allem Pflege werde ich da wahrscheinlich auch bekommen. Das finde ich aber sehr praktisch. Du hast hier so einzelne Viecher, die du auch rausnehmen könntest, ne? So Trennwände. Hier oben kann man die Pinsel reinmachen oder halt eine Zahnbürste reinpacken oder so. Ich weiß nicht, sieht man das? Man wird auf jeden Fall online das auf der Homepage ganz gut sehen können. Ne? Also da geht schon gut was rein. Ich glaube, das ist auch eine gute Größe. Und ich denke, ich werde die auch mitnehmen. Ne? Also freue ich mich drüber. Da habe ich nämlich tatsächlich schon mal drüber nachgedacht, mir diese rote Kosmetiktasche einfach mal zu kaufen. Aber ja, jetzt habe ich sie hier in dieser Tasche mit drin. Machen wir jetzt erstmal weiter mit den Crash Cosmetics Produkten. Da habe ich nämlich noch zwei von. Einmal ist das der Classic Highlight Pinsel. Pinsel von Crash Cosmetics habe ich schon. Ich werde die aber mit in meinen Full Face Beauty Boxen auch mit reinnehmen. Ich mag die. Das sind gute Pinsel, schöne Qualität, kann man toll mitarbeiten. Und deswegen finde ich klasse, dass sie das auch mit reingepackt haben. Und hier habe ich auch einen Blendepinsel drin und zwar den Prime Crease Blender Pinsel. Den müsste ich auch haben. Ja, der ist auch mit in diesem Bundle dann drin enthalten gewesen. Ja, schöne Pinsel. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt den Highlighter Pinsel in so eine Box reingepackt hätte. Ja gut, ja vielleicht den Face-Pinsel, das hätte ich irgendwie cooler gefunden, weil den kannst du halt individueller, ach Quatsch, universeller verwenden. Ich glaube, das wäre noch cooler gewesen, aber so ist auch schön, also ich beschwere mich nicht. Jetzt kommen wir zu den Produkten von den Partnermarken. Die waren eigentlich auch abgebildet, ne? Also so ein bisschen ausgeblurrt, man hat es quasi schon gesehen. Einmal von Adele, die Glamour Wimpern habe ich hier drin in der Größe oder Form 105. Ich verwende ja keine Lashes, keine künstlichen Wimpern, finde es aber ganz schön und es passt halt auch einfach, ne, zu Crash Cosmetics, zu Luisa halt auch. Es sind schöne Wimpern, die sind auch recht dezent, würde ich sagen, ne, schön lang, getrennt, geschwungen, mag ich gerne leiden. Dann habe ich hier ein Trockenshampoo drin, auch das wird weiter wandern von Colab, Unicorn Trockenshampoo. 50 Milliliter, das wird eine Freundin von mir bekommen, denn meine Mädels fragen mich immer mal wieder, ob ich vielleicht Trockenshampoo habe oder so, ne? Ich verwende kein Trockenshampoo, weil ich mir wirklich jeden Abend die Haare wasche. Mal, dass ich mal einen Abend sage, nee, komm, keinen Bock. Aber eigentlich jeden Abend und das ist, ich mag es halt einfach lieber. Dann habe ich hier eine Tagescreme von B-Routine mit drin enthalten, mit Hyaluron. Und die kannst du auch gleichzeitig als Primer verwenden, das finde ich cool. Mattiert die Haut für einen perfekten Teint mit Hyaluronsäure für normale und Mischhaut. Da ist halt ein normaler Tiegel drin mit 50 Millilitern. Kann man hier oben halt aufmachen. Und dann kommt hier der Tiegel raus. Ist ganz hübsch, ne? Finde ich auch in so einer Box ganz gut aufgehoben. Hatten wir aber, ich meine, vor 2 Jahren im Adventskalender auch drin. Genauso wie das Trockenshampoo. Und ich meine auch die Wimpern. Keine Ahnung. Also es ist halt irgendwie so ein kleines Déjà-vu gerade für mich. Dann habe ich hier von Langhaar-Mädchen ein festes Shampoo mit drin. Finde ich per se ganz schön. Ich verwende aber keine festen Shampoos mehr, weil dadurch leider meine Kopfhaut zu sehr austrocknet und das nicht so gut ist bei mir tatsächlich. Schade. Riecht aber sehr, sehr angenehm, mag ich gerne leiden. Also sehr schön blumig, pudrig, ne? Das ist eigentlich voll meine Welt. Aber wie gesagt, Trockenshampoo mag ich nicht so gerne. Und 2 Lippy Soft Matte Lip Creams von NYX mit 4,7 Millilitern haben wir hier drin enthalten. Das ist einmal Toulouse und einmal Cypress. Auch das passt sehr gut, denn ich meine, dass Luisa Crashen auch recht häufig NYX-Produkte vorstellt, ne? Ja. Was sagt ihr zur Box? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Also ich persönlich feiere diese Tasche am allermeisten. Ich finde es auch cool, dass diese Abschminkpads drin sind. Hätte ich jetzt diese Partnermarkenprodukte gebraucht? Nee. Nee.
Also die catchen mich persönlich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so sehr. Da hätte sie vielleicht dann doch eher mehr aus dem Crash-Shop mit reinpacken können. Zum Beispiel vielleicht hier wirklich diese Brush-Soap oder so, ne? Aber ja, man muss dann halt auch immer wissen, wie das finanziell überhaupt machbar ist. Keine Ahnung, ne? Es ist ja so schon ein Schnapper, weil du ja quasi für knapp 40 € Produkte im doppelten Warenwert bekommst, ne? Ja, also ich freue mich über die Crash-Produkte, wie gesagt. Ich finde vor allem die Tasche richtig geil. Die hätte ich mir nämlich sonst irgendwie demnächst mal gekauft. Ansonsten, ja, weiß nicht. Wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren. Ja, und das war es jetzt auch hier von mir und dem Video. Wenn es euch hier gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner ganzen Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!